Backgammon ist ein Spiel für zwei Personen. Die Spieler sitzen sich gegenüber und bekommen jeweils 15 Steine in einer Farbe. Das Ziel des Spieles ist es, seine eigenen Steine in das eigene Heimfeld zu bringen, um sie dann von dort abzutragen. Wichtig ist, dass die vorgegebene Laufrichtung beachtet wird. Man darf nämlich nie in die entgegengesetzte Richtung ziehen. Gewonnen hat der Spieler, der am schnellsten seine Spielsteine vom Brett gebracht hat. Kommen wir zur Ausgangsposition. Es gibt viele verschiedene Arten von Backgammon. Hier in diesem Video wird die gebräuchlichste Version erklärt, die auch an allen internationalen Turnieren gespielt wird. Bevor das Spiel beginnt, legt der erste Spieler 3 Steine in den 5. Point in das linke untere Feld. Und 5 Steine unmittelbar rechts neben die Mittellinie. Danach legt der Spieler 5 Steine auf den Point oben links. Und die restlichen 2 Steine oben rechts. Der Gegner legt seine Steine spiegelverkehrt auf das Brett. Die Spielsteine des ersten Spielers dürfen nur gegen den Uhrzeigersinn gespielt werden. Und die Spielsteine des Gegners dürfen nur im Uhrzeigersinn gespielt werden. Es wird nun darum gewürfelt, wer beginnt. Jeder Spieler darf hierbei mit nur einem Würfel würfeln. Der Spieler, der die höhere Augenzahl gewürfelt hat, beginnt. Für den Fall, dass beide Spieler die gleiche Augenzahl würfeln, wird so lange weiter gewürfelt, bis ein eindeutiger Sieger feststeht. Die strengen Backgammon-Regeln sehen vor, dass der Spieler mit der höheren Augenzahl bei seinem ersten Zug nun diese beiden Augenzahlen verwenden muss. Bei jedem Wurf werden 2 Würfel verwendet. Beide Spieler würfeln und ziehen immer abwechselnd. Genau genommen sollte jeder Spieler auf dem Brett zu seiner rechten Hand würfeln. Für jede gewürfelte Zahl darf der jeweilige Spieler einen oder 2 Steine je nach der Augenanzahl bewegen. Hier darf ich jetzt einen Stein um 4 bewegen und einen anderen Stein um 3. Man kann aber auch die beiden Augenzahlen addieren und mit einem Stein ziehen. Falls man mit einem Stein zieht, darf man die Augenzahlen allerdings nicht einfach zusammenzählen. Es muss den Augenzahlen entsprechend ein Zwischenstopp gemacht werden. Nachdem ein Zwischenhalt von gegnerischen Spielsteinen besetzt sein könnte, werden so einige Züge ausgeschlossen. Würfelt ein Spieler einen Pasch, verdoppeln sich seine Züge. Beispielsweise bei einem Zweierpasch darf der Spieler dann seine Steine um 8 Points bewegen. Dabei muss allerdings jeder Zug mindestens 2 Points beinhalten. Man darf dabei allerdings nicht auf einen Point ziehen, der vom gegnerischen Spieler mit mehr als einem Stein besetzt ist. Wenn ein Spieler seinen Stein zu einem Point zieht, an dem nur ein gegnerischer Stein liegt, wird dieser vom Feld genommen und auf der Mittellinie platziert. Der Spieler, der einen oder mehrere Steine auf der Bar stehen hat, muss diese wieder ins Spiel bringen, bevor er mit den anderen Steinen weiterziehen darf. Dabei muss der Spieler mindestens einen seiner Würfe nutzen, um den Stein wieder ins Spiel zu bekommen. Sobald sich alle 15 Steine im eigenen Heimfeld befinden, darf mit dem Abtragen begonnen werden. Das macht man, indem man die Steine nach außen würfelt. Sobald ein Stein also abgetragen wurde, ist er aus dem Spiel. Gewonnen hat, wer als erstes alle seine Steine abtragen konnte.